Jurassic World Evolution 3 wurde soeben bestätigt. In einem Artikel auf der Newsseite Morningstar wurde bekannt gegeben, dass Frontier Developments, also die Entwickler von Jurassic World Evolution, einen neuen Lizenzvertrag mit Universal abgeschlossen haben. Das heißt für uns, wir bekommen auf jeden Fall ein neues Spiel von Frontier, was im Jurassic-Universum spielt. Und da diese schon Jurassic World Evolution 1 und 2 rausgebracht haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass das dann der dritte Teil sein wird. Das neue Spiel soll zwischen Juni 2025 und Mai 2026 rauskommen. Und da auch ein neuer Jurassic World Film am 2. Juli 2025 in die Kinos kommen soll, können wir davon ausgehen, dass das Spiel ungefähr gleichzeitig mit diesem Film rauskommt. Das heißt für uns, wir müssen noch ungefähr ein Jahr warten. Ich freue mich schon sehr darauf und habe auch gar nicht damit gerechnet, dass sowas jetzt bekannt gegeben wird. Stand ja noch so ein bisschen in den Sternen, ob es überhaupt einen dritten Teil geben wird. Gerade auch wegen den ganzen Lizenzen. Die muss man ja erstmal bekommen und die kosten natürlich auch eine Menge Geld. Jetzt haben wir aber Gewissheit, in ungefähr einem Jahr können wir uns wieder freuen über ein neues Dino-Abenteuer von Frontier. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch am meisten für den dritten Teil von Jurassic World Evolution wünscht. Also was hat euch so gefehlt in den ersten beiden Teilen? Und was muss unbedingt in dem neuen Teil drin sein, damit ihr glücklich werdet? Ich hoffe, dieses kurze News-Video hat euch gut informiert und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.